lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten. Sich dem Unbekannten stellen. Als Kind. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Alles okay? Hat den Halt verloren. Geht schon. Wir wollen durch. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch schon einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Scheint recht stabil zu sein, aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los. Schwing mich zur anderen Seite! Okay, los geht's!
Solara! Zurück mehr. Es muss hier sein. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Wow. Irgendwas ist hier. Könnte das wirklich sein? Unglaublich. Okay, hier ist er. Sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Noch keine Spur von ihm. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab öffnen. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Ein
geheimer Eingang. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Verdammt, komm schon. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Mein Sohn. Das war echt knapp. Sie sprengen sich den Weg frei. Unglaublich.
Sie sind fast drin. Ist das? Jonah? Ich muss Schutz suchen. Ich muss mich bewegen. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Altes Camp. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Okay. Das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Noch frisch. Kein Fleisch, aber... Zurück zum Camp. Verdammt.
Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut.